Heute reden wir mal über Funnels, also Verkaufsarchitekturen, die dazu dienen, dass ich mehr Umsatz mache mit weniger Aufwand, weil der Kunde und Interessent einen exakt vorgefertigten Pfad durchläuft. Und damit habe ich ein kleines Problem. Zwar nicht mit dem Funnel als solchen, weil ein Funnel als solcher ist eine wunderbare Geschichte und eine super Sache, mit der man seinen Umsatz wirklich massivst steigern kann. Mich stört vielmehr eine Sache, die in der Art, wie ein Funnel als Dienstleistung mittlerweile vermarktet wird, dargestellt ist. Der Spruch, E-Mail ist tot, lang lebe der Bot, ist jetzt auch nicht mehr ganz so frisch. Und den gleichen Spruch bringt man auch mit Funnel. Die Webseite ist tot, lang lebe der Funnel. Das ist für mich ein Punkt, an dem ich mich etwas störe, weil er negiert den Zweck und den Nutzen einer Webseite und reduziert sämtliche notwendige Marketingarbeiten einer Firma oder eines Dienstleisters oder eines Unternehmens auf einen einfachen, vorgefertigten Pfad, den jeder Interessent nehmen muss. Und sofern man nicht mit 1000 verschiedenen Funnels arbeitet, geht man davon aus, dass jeder Interessent, der in diesen Funnel reinkommt, die gleichen Interessen und ja, Neigungen und Wünsche und Probleme hat, die er durch dieses Unternehmen zu lösen wünscht. Dabei geht es beim Funnel weniger darum, um alle über einen Kamm zu scheren, als vielmehr darum, dem idealen Kunden, diesen kleinen Teil an Besuchern, an Interessenten, die tatsächlich zum Kauf neigen, den bestmöglichen Pfad zu geben. Um das aber gewährleisten zu können, muss ich auf meiner Webseite, auf welcher der Funnel ein Stück ist. Der Funnel ist im Endeffekt der zweite Schritt, nachdem der Besucher auf der Webseite war und sich Informationen, Material und so weiter angesehen hat, trägt er sich zu einem gewissen Punkt entweder in ein Kontaktformular oder er lädt sich irgendwas runter und gibt seine E-Mail-Adresse oder Kontaktdaten dafür. Das ist der Punkt, in dem er in einen spezifischen Funnel geht. Damit das aber überhaupt erst funktioniert, muss ich ja diese Webseite darum herum haben, damit der Kunde anhand seiner Interessen wählen kann, welcher der nächste logische Schritt für ihn selbst ist. Und das Argument dagegen ist ja, dass ich hingehe und Facebook-Anzeigen oder Google-Anzeigen oder LinkedIn-Anzeigen schalte an meinen idealen Kunden und der dann direkt in dem Funnel landet. Und das ist zu einem gewissen Punkt auch valide und in sich stimmig. Das Problem dabei ist aber, dass ich in dem Fall, in dem ich auf jegliche Kommunikation voraus oder danach oder dazwischen verzichte und alles auf diesen Funnel begrenze, ich mich im Endeffekt zum Sklaven der jeweiligen Plattform mache. Angenommen, ich bekomme einen neuen Interessenten über eine Facebook-Anzeige aktuell für 10 Euro. Der läuft dann durch den Funnel durch und kauft im Endeffekt für 100 Euro ein Produkt ein. Sagen wir, ich brauche 10 Interessenten, um ein Produkt zu verkaufen. Das heißt, ich gebe 100 Euro aus und verdiene 100 Euro. Die meisten Funnels sind nicht direkt im Frontend, also bei dem ersten Kauf, profitabel, sondern das ist meistens, wenn es gut läuft, der Punkt, an dem man die Werbekosten, die investiert sind, das sind noch nicht die Kosten dabei, die es braucht, um diesen Funnel aufzubauen, dann sind die Werbekosten wieder refinanziert und mit dem nächsten Produkt, das der Kunde kauft, mache ich dann tatsächlich Geld. Da muss ich sagen, liegt das Problem dieser Sache. Solange ich nicht einen Upsell nach dem anderen hinterher schiebe, den die Interessenten dann kaufen, habe ich das Problem, dass wenn jetzt, wie es bei Facebook auch in letzter Zeit der Fall ist, die Preise für die Werbung steigen, die Leadkosten damit auch steigen. Und dann zahle ich nicht mehr 10, sondern auf einmal 12 Euro pro Lead. Und wenn ich dann wieder 10 Leads brauche, bin ich bei 120 Euro und habe dann im Endeffekt bei einem 100-Euro-Produkt 20 Euro Minus gemacht. Und habe noch nicht den Preis, den der Funnel eigentlich gekostet hat, wieder drin. Man sieht, diese Abhängigkeit von der Plattform und das harte Durchkalkulieren ist da der Knackpunkt. Und ich habe vor einer Weile eine Werbemail bekommen, die in etwa lautete: Mit 1 Million Werbung haben wir 2,5 Millionen Umsatz gemacht. Und das hört sich super an. Er hat 2,5 Millionen Umsatz gemacht. Wenn man sich das dann aber genau anschaut, er gibt 1 Million aus, um Personen auf seine Webseite zu bekommen und bekommt 2,5 Millionen zurück. Wenn ich nicht gerade ein digitales Produkt verkaufe ohne Affiliates, wo ich keine Affiliate-Provision zahlen muss, wo meine Erschaffungskosten relativ überschaubar sind, dann kann das funktionieren. Wenn ich jetzt aber ein physikalisches Produkt habe oder ein Produkt, das tatsächlich Arbeit noch hinterher erfordert und
laufende Kosten generiert, wo meine Gewinnmarge vielleicht bei 30, 40, 50% liegt, dann ist ein Funnel, der mich 1 Million kostet und 2,5 Millionen Euro bringt, gerade mal, wenn ich viel Glück habe, kostendeckend. Weil ein 1:1-Tausch oder 1:2-Tausch ist da nicht wirklich gewinnbringend in dem Fall. Weil wenn ich 40% Gewinn habe und ich mache nur 50% Umsatz, muss dann noch das Werbebudget abziehen, habe dann noch Produktionskosten, Lohnkosten und was weiß ich auch und habe nur noch 40% Gewinn, dann mache ich damit richtig ordentlich Minus. Auch das ist eben das Problem mit dem Funnel, mit dieser Abhängigkeit. Ich muss Geld ausgeben, entweder um E-Mail-Abonnenten zu generieren oder ich muss Geld ausgeben, um Personen in die Anzeigen reinzubringen oder über die Anzeigen reinzubringen. Und solange ich kein Geld ausgebe, verdiene ich nichts. Und wenn irgendeine Plattform die Preise anhebt, Google AdWords, das sind die Preise in den letzten 10 Jahren um hunderte Prozent gestiegen, dann bricht mir das ganze Konstrukt auseinander und ich habe im Endeffekt ein riesen Loch in meiner Brieftasche. Deswegen ist eine Webseite notwendig, um jeden Funnel mit kostenlosen Interessenten zu füttern. Weil über eine Webseite, über den Content, über die Inhalte auf dieser Webseite, ziehe ich über entweder soziale Netzwerke oder über die Suchmaschinen Besucher auf meine Seite, die sich dann anhand ihrer eigenen Interesse qualifizieren, indem sie dann sagen, okay, ich interessiere mich jetzt bei unserem Beispiel für Content Marketing. Für Content Marketing haben wir bei jedem Artikel zum Thema Content Marketing ein Opt-in, das dann in einen Funnel führt. Und für diese Abonnenten bezahlen wir nichts außer den Artikel, den wir halt schreiben müssen. Und wenn dieser Artikel mal geschrieben ist, dann besteht der die nächsten 10, 15, 20, 30 Jahre, je nachdem wie relevant und wie zeitlos dieser Artikel ist. Und wir haben bei uns auf der Seite Artikel von 2014, die heute noch jeden Monat ein paar hundert Besucher bringen. Und genau das ist der Punkt. Ohne eine Webseite, Webseite ist für mich immer ein Content Hub, ohne eine Webseite habe ich das Problem, dass mein Funnel, sobald ich aufhöre, Geld vorne reinzugeben, komplett auseinanderbricht und nicht mehr funktioniert. Ich brauche diese Webseite, diesen Content Hub außenrum, damit ich den Funnel mit neuen Interessenten füttern kann, für die ich nicht jedes Mal wieder Geld ausgeben muss. Und das ist das Wichtige bei der Content-Strategie. Und für diese Content-Strategie braucht man eben eine Webseite, einen Content-Hub, einen Blog, ein Medium, über das ich neue Interessenten anziehe, die dann auf meiner Webseite in den Funnel einsteigen. Und da gibt es viele Diskussionen. Viele sagen, das braucht es nicht, der Funnel alleine, das reicht. Die machen damit genug Geld und haben nur den Funnel. Und das wird auch teilweise von großen Marketinggrößen vorgelebt. Was aber meistens übersehen wird, ist, dass diese Marketinggrößen, die anscheinend nur den einen Funnel haben, in den sie die Interessenten reinbringen, ein riesen Content-Konstrukt drumherum haben. Die benutzen nicht ihre eigene Webseite dafür, sondern die verschiedenen sozialen Netzwerke und tun Podcasts, Videos und haben Artikel auf anderen Plattformen und verteilen so ihren Content. Und darüber ziehen sie dann die Leute auf den Funnel. Deswegen, so als abschließender Tipp, nicht darauf reinfallen, dass ein Funnel funktioniert und langfristig funktioniert, wenn man einfach vorne immer genug Geld reinschiebt. Solange man nicht einen Content-Hub hat, wo man auch unabhängig von anderen einzelnen Plattformen neue Interessenten auf die Webseite und in den Funnel bekommt, hat man im Endeffekt auf Sand gebaut und das ist früher oder später keine gute Sache. Und damit kommen wir zum Ende. Ich neige mich den 10 Minuten an. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat und der Inhalt dir gefällt, dann abonnier doch bitte, hinterlass einen Kommentar und bei Fragen einfach an kontakt@deinforge.com. Und man sieht und hört sich demnächst.